Yay, die DKMS hat sich bei dir gemeldet, weil du deinem genetischen Zwilling helfen kannst. Perfekt. Mit folgenden Schritten geht's jetzt weiter. Um zu checken, ob es doch noch irgendwelche Kriterien gibt, die dich als möglichen Spender ausschließen, musst du online einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Den Link dazu bekommst du per Mail. Danach lässt du dir beim Hausarzt eine Blutprobe entnehmen, mit der wird geguckt, ob du auch wirklich das perfekte Match für den Empfänger bist. Und sollte das dann tatsächlich der Fall sein, dann wird's langsam ernst. Es gibt dann nochmal einen kompletten Check, also eine ärztliche Voruntersuchung und natürlich auch ein Aufklärungsgespräch. Und wenn einer Spende danach nichts mehr im Weg steht, dann wird die DKMS zusammen mit dir einen konkreten Termin zur Spende ausmachen. Du musst dich dabei um nichts kümmern, die DKMS bucht die Reise und auch das Hotel zur Übernachtung und klärt auch alles Wichtige mit deinem Arbeitgeber, damit du am Tag der Spende freigestellt wirst. Und selbstverständlich kannst du auch eine Begleitperson mitnehmen, gar kein Problem. Wenn es dann soweit ist, sind bei der Spende zwei Verfahren zu unterscheiden. In ca. 20% der Fälle wird das Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen. Und das geht leider nicht ohne Vollnarkose, ein kleiner stationärer Aufenthalt inklusive. Die Gefahren sind dabei aber wirklich gering und beschränken sich eigentlich auf das normale Narkoserisiko. Und dann gibt es noch die sogenannte periphere Spende. Die kommt in ca. 80% der Fälle zum Einsatz und läuft eigentlich genau ab wie eine Blutwäsche. 5 Tage vorher muss man sich den Wachstumsfaktor GCSF spritzen, der auch natürlich im Körper vorhanden ist. Dieses Medikament steigert die Stammzellen im peripheren Blut. Aber keine Sorge, das klingt viel schlimmer, als es eigentlich ist. Aber egal, welches Entnahmeverfahren bei dir zum Einsatz kommt, du tust auf jeden Fall das Richtige und ermöglichst einem Menschen die Chance auf ein neues Leben. Du willst wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eigentlich ist, dass du tatsächlich zum Spender wirst? Infos dazu gibt's in diesem Video, einfach draufklicken. Und wenn du dich direkt als Spender registrieren willst, dann klickst du hier.